Meine Damen und Herren, ich bedauere auch heute noch keine Experimente. Wir sind noch nicht fertig mit der Aufarbeitung von dem, was wir da jetzt in den letzten Tagen neu dazu besprochen haben. Und das wird sich auch noch in den Montag hineinziehen. Aber dann wird es wieder spannend. Also ich hoffe, es ist jetzt auch nicht ganz Urfahrt, aber natürlich immer, wenn noch Experimente dabei sind, das weiß ich noch aus eigener Vergangenheit, da ist es dann immer natürlich noch ein bisschen interessanter. Also wir haben aus den bisherigen Erfahrungen einiges Wichtiges gewonnen und das möchte ich also zusammenfassen. Da haben wir, das ist schon länger her, einmal eine wichtige Beziehung gewonnen für das elektrische Feld, das sich aus einer Ladungsverteilung ergibt. Und da erhalten wir Divergenz E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Eine Maxwell-Gleichung, deren einfache physikalische Interpretation darin besteht, dass wir sagen, die Ladungsdichte, bis auf diesen Faktor Epsilon 0, ist die Quelldichte des elektrischen Feldes. Elektrische Felder quellen wirklich aus den Bereichen heraus, wo sich Ladungen befinden. Eine Maxwell-Gleichung, die so ist, wie sie ist und sich auch nicht ändert. Und nunmehr, mit der haben wir ganz schön viel anfangen können. Die ganze Elektrostatik haben wir damit also aufbauen können. Die Lösung dieser Gleichung konnte mit einem Potentialansatz gemacht werden. Den schreibe ich da auch noch her. E ist gleich minus Gradient Phi, sein Phi ohne Haxeln, ein kleines Phi. Und wenn man dieses E mit dem Ansatz da oben einsetzt, dann kommt man drauf, dass man eine ganz einfache skalare Differentialgleichung für das elektrische Potential erhält. Natürlich, das geht nur dann, wenn E ein konservatives Vektorfeld ist. Das ist aber erfahrungsgemäß in der Elektrostatik der Fall. Allerdings, das haben wir vielleicht damals schon besprochen, wenn man zu zeitabhängigen Zuständen übergeht, zu zeitabhängigen Systemen, dann wird dieser Ansatz hier in der Form nicht aufrechterhalten bleiben können, weil dann hat man im Allgemeinen nicht konservative elektrische Felder. Gut. Naja, und jetzt bei der Besprechung der magnetischen Felder und ihrer Entstehung aufgrund von Strömen haben wir eine weitere Maxwell-Gleichung erhalten, und zwar die, dass Rotation B gleich ist μ0 mal je Pfeil. Und wenn Sie das so vergleichen, das ist nicht so ganz unähnlich. Aus der Divergenz wird die Rotation und aus der Ladungsdichte wird die Stromdichte und diese Konstanten stehen halt auch irgendwie da. Also es ist eine entsprechende Gleichung für das magnetische Feld in Anwesenheit von Strömen. Und das sagt also auch jetzt etwas sehr Anschauliches aus, nämlich wir können das in der Weise interpretieren, die Stromdichte, wieder bis auf einen solchen Faktor da hier, der konstant angenommen wird und sich nicht ändert, diese Stromdichte ist die Wirbeldichte der magnetischen Flussdichte, des magnetischen Feldes. Und wir haben ja gestern auch einigermaßen über die Interpretation der Rotation gesprochen. Und wenn man also ein Wirbelfeld vorliegen hat, so eine Art Tornado, nicht? Gott sei Dank haben wir ja wahrscheinlich die meisten von uns allen noch nie wirklich eine Erfahrung, eine persönliche Bekanntschaft mit Tornados gemacht, aber man kann sich sehr, sehr gut vorstellen, wie das wohl ist.
wenn man so einen Feldtornado da hat, also einen magnetischen Feldwirbel, dann ist, der wird beschrieben durch das Vektorfeld B, dann ist der Rotationsvektor ein Vektor, der praktisch in parallel zur Wirbelachse dieses Wirbels liegt. Und der Betrag dieses Vektors Rotation B gibt eben gerade an die Zirkulation rund um eine Fläche, die da so optimal in dem Wirbel drinnen liegt, pro Flächeneinheit. Je ärger der also ist, der Tornado, je größer also die Wirbeldichte ist, um es mehr quantitativ und professionell zu sagen, desto größer wird der Betrag von Rotation B. Und die Richtung zeigt einfach an, wie die Achse dieses Wirbels liegt, während die B-Pfeilvektoren selber, das sind eben die Vektoren, die den Wirbel bilden. So wie die Geschwindigkeitsvektoren in der Hydrodynamik eben halt dann den echten hydrodynamischen Wirbel bilden. Und dann haben wir am Schluss aber noch was kennengelernt, und zwar eine weitere Maxwell-Gleichung, Divergenz B gleich 0, die den einfachen Sachverhalt darstellt, dass wir heute bis jetzt keine magnetischen Monopole gefunden haben und daher das Magnetfeld nirgendwo herausquillt, weil eben nirgendwo ein einzelner Monopol vorhanden ist, sondern dass alle magnetischen Feldlinien geschlossen sind. Und wenn man irgendeine geschlossene Fläche betrachtet, die sich im Bereich eines magnetischen Feldes befindet, dann wird der Nettofluss aus dieser Fläche heraus null sein. Wenn also wo ein Magnetfeld hineinfließt, dann fließt es auch wieder heraus und damit wird also dieser Fluss gleich null und das lässt sich dann mit Hilfe des gaußschen Satzes in diese Form Divergenz B gleich null umsetzen. Naja, damit haben wir hier schon 1, 2 inhomogene und eine homogene Maxwell-Gleichung. Das ist schon ganz eine gute Ausbeute. Und ich möchte besonders darauf hinweisen, die sind jeweils auf einfachen experimentellen Befunden aufgebaut. Die erste da oben ist uns im Wesentlichen aufgrund des Coulombschen Gesetzes klar geworden, die hier aufgrund der Oersted'schen Erfahrung und die aus der Erfahrung, dass wir heute keine Monopole gefunden haben. Also lauter einfache experimentelle Befunde, die da in einer genialen Weise sehr konzis, knapp und klar in eine formale Form gebracht wurden. Wir sind damit noch nicht fertig mit den Maxwell-Gleichungen. Einerseits, darauf habe ich gestern schon hingewiesen, die ist noch nicht vollständig. Das wird sich erst zeigen, wenn wir also ein bisschen weitergehen und dann zu zeitabhängigen Systemen übergehen, wo sich zeigt, dass also die Elektrodynamik erst richtig aufblüht sozusagen. Das ist da eher, naja, so zwar ganz schön, aber nicht wirklich toll. So richtig los geht es erst, wenn dann zeitabhängige Situationen auftreten. Aber da müssen wir uns halt entsprechend darauf vorbereiten, dass wir das dann auch würdigen können, was da dann passiert. Da kommt also da noch was dazu. Und außerdem gibt es dann noch eine weitere homogene Gleichung, die an die Seite von dieser Gleichung treten wird. Und die geht auf die Erfahrungen des Herrn Faraday zurück, eines besonders genialen Experimentators des 19. Jahrhunderts, der das nach ihm benannte Induktionsgesetz gefunden hat. Das also sicher zu den wichtigsten physikalischen Gesetzen zählt, die wir überhaupt kennen. Und das liefert dann noch eine solche Maxwell-Gleichung. Dann haben wir zwei inhomogene und eins zwei homogene. Und mit denen, wenn man die dann noch entsprechend ergänzt, das wird uns eine ganze Vorlesungsstunde dann kosten, uns das klar zu machen, dann haben wir also einen konsistenten Satz von Grundgleichungen, aus denen sich ein unwahrscheinlich großer Bereich von experimentellen Erfahrungen erklären lässt. Das gehört sicher zum Schönsten, was die Menschheit zustande gebracht hat. Man kann natürlich sagen, was der Goethe geschrieben hat, das ist noch viel toller, aber
das oder was der Sigmund Freud oder das kann man nicht wirklich so vergleichen eins zu eins, nicht? Aber es ist zweifellos so, dass es eine der ganz wichtigen Großleistungen der Menschheitsgeschichte ist. Und mit dem beschäftigen wir uns jetzt gerade und das ist ja immerhin was, nicht? Gut. Also jetzt wollen wir nicht lange herumreden. Wir gehen jetzt weiter bei den Magnetfeldern. Und jetzt ist natürlich eines klar. Man will ja was haben von diesen Gleichungen. Na, bei den elektrischen Feldern hatten wir uns sehr gut weiterhelfen können durch diesen Ansatz. E ist gleich minus Gradient Phi. Denn wenn man das E da oben einsetzt, dann kommt minus Divergenzgradient, und das ist der Divergenz vom Gradienten, das weiß man, ist der Laplace-Operator Delta, der heißt dann minus Delta gleich Rho durch Epsilon 0 oder Delta gleich minus Rho durch Epsilon 0. Das ist die berühmte Poisson-Gleichung. Das wiederhole ich jetzt nicht mehr mit Hinschreiben, das haben Sie ja schon. Nicht? Und wenn die Ladungsdichte 0 ist, wird die Laplace-Gleichung draus. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn man sowas hier auch zustande bringen könnte. Weil dann hätten wir eine gute Möglichkeit, aufgrund dieser Grundgleichungen hier auch dann aus verschiedenen Stromdichteverteilungen die zugehörigen Magnetfelder zu gewinnen, so wie wir ja in der Elektrostatik bei verschiedenen Ladungsverteilungen die zugehörigen elektrischen Felder gewonnen haben. Erinnern Sie sich an die geladene leitende Hohlkugel und den Zylinder und was wir da alles besprochen hatten. Naja, sowas Ähnliches tät sich hier auch gut machen, nicht? Dass man also dann ausrechnen kann, zum Beispiel, dazu werden wir heute nicht mehr kommen, aber am Montag dann, wie denn zum Beispiel das Magnetfeld in der Umgebung einer stromdurchflossenen Stromschleife oder wenn er mehrere Schleifen nimmt, einer Spule ausschaut. Das ist etwas, was einem natürlich schon interessiert, weil das hat ja dann eine große praktische Bedeutung. Oder aber auch nur richtig durchrechnet, das magnetische Feld, das sich eben bildet in der Umgebung eines geradlinigen Stromleiters. Damit man diese erste Erfahrung jetzt aus diesen Grundgleichungen auch wieder zurückgewinnen kann und das alles also Hand und Fuß hat. Naja, da gibt es also aufgrund und durch Lösung dieser Gleichungen hier ein Gesetz, das sogenannte Biot-Savart'sche Gesetz, das es einem ermöglicht, bei beliebig geformten dünnen Stromleitern, ob die jetzt gerad oder rund oder sonst irgendwie sind, die zugehörigen magnetischen Felder zu berechnen. Das ist natürlich ein Hammer. Aber jetzt müssen wir sehen, wie kommt man überhaupt dazu? Und es ist im Prinzip der Vorgang ähnlich wie bei der Elektrostatik. Wir werden einen Potentialansatz machen. Naja, bei Potential fällt einem natürlich wieder die potenzielle Energie ein und um die wird es jetzt nicht gehen. Trotzdem nennt man es Potentialansatz aus Analogiegründen. Das ist ein bisschen eine hartschatte Geschichte. Nicht? Es kommt dann eine vektorielle Größe, die wir dann als Vektorpotential bezeichnen. Und das ist irgendwie ja eine schreckliche Geschichte, weil ich habe Ihnen ja schon mehrfach gesagt, die Energie ist eine skalare Größe. Und die potenzielle Energie ist ja auch eine Energie. Und jetzt soll ein Vektorpotential auf einmal was Vektorielles sein. Die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Also das ist nur eine Analogiebetrachtung. Das hat jetzt nicht unmittelbar etwas mit einer Energie oder gar einer potenziellen Energie zu tun, sondern es ist einfach ein analoger Vorgang wie den, den wir da oben gewählt haben und wie man halt da das Phi als das Potential von dem E da bezeichnet, werden wir das hier jetzt auch machen. Naja, also zunächst täten wir es ja gern wieder so machen wie da oben. Vielleicht schreiben ein B ist gleich minus Gradient 4m oder so irgendetwas. Das täte sich ja irgendwie anbieten. Aber das geht nicht gut. Denn es zeigt sich ja, dass das Integral BdR, das ist ja die magnetische Spannung, erinnern Sie sich, längs eines geschlossenen Bereiches, Ringintegral BdR, da haben wir ja gestern schon gefunden, ich schreibe es jetzt nur nicht nur einmal auf, das Ampere'sche Gesetz,
dass dieses Ringintegral BdR, noch mal 1 durch μ0, gleich dem Strom ist. Also wenn man einen Stromfluss hat und dann macht man seinen geschlossenen Weg, der diesen Strom umfasst, also so wie ein Gürtel einschließt, dann ist also diese magnetische Spannung Integral BdR mal 1 durch μ0 gleich dem Strom, der da durchfließt. Aber das heißt, dass im Allgemeinen dieses Ringintegral B-Pfeil, dr-Pfeil ungleich Null ist. Das haben wir gestern noch gar nicht so zur Kenntnis genommen. Da haben wir nur einfach dieses Ampere'sche Gesetz hingeschrieben, um ist gleich i. Oder 1 durch μ0 Ringintegral BdR ist gleich i. Na gut, aber das bedeutet ja, dass dieses Ringintegral dann ungleich Null ist. Und das ist natürlich dann eine schwierigere Geschichte, weil das heißt, dass in diesem Fall dann auch schon in der Magnetostatik das magnetische Feld nicht konservativ sein wird, weil längs eines geschlossenen Weges das Integral BdR eben nicht gleich Null ist. Während bei der Elektrostatik ist das Ringintegral EdR sehr wohl gleich Null. Deswegen kann man ja den Ansatz machen. Also der geht da nicht. Mit Gradient ist nichts. Das ist natürlich schade. Aber Sie sehen, es gibt gewisse Unterschiede, recht grundlegende Unterschiede zwischen der Elektrostatik und der Magnetostatik. Und auf das möchte ich Sie anlegen, dass Ihnen das auch entsprechend klar wird. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Schauen wir uns nicht primär diese Gleichung jetzt an, sondern schauen wir uns die Divergenz-B-Gleichung an. Da haben wir ja jetzt von der Erfahrung der nicht vorhandenen magnetischen Monopole eben die Gleichung Divergenz-B gleich Null. Na, was könnte man da für einen Ansatz machen? Es gibt so grundlegende Gleichungen aus der Vektorrechnung, Vektoranalysis, bei denen es ganz gut ist, wenn man sie weiß. Zum Beispiel eine ist also, Rotgrad ist immer Null. Die Rotation eines Gradienten ist immer Null. Na, das hat uns da oben ja geholfen. Weil indem das elektrostatische Feld eines konservatives Kraftfeld ist, ist die Rotation von E-Pfeil in der Elektrostatik gleich Null. Wir haben keine elektrostatischen Feldwirbel, sowas gibt es eben nicht. Und wenn also die Rotation gleich Null ist, dann kann ich für das E den Ansatz minus Gradient Phi machen, weil dann automatisch festgelegt ist, wenn E so ausschaut, dann muss Rotation E immer Null sein, weil das Rotgrad identisch immer gleich Null ist. Wenn ich E als Gradient einer skalaren Größe schreibe, dann lege ich fest, dass die Rotation von E gleich Null ist. Also das heißt, das, was wir ja eben wissen, ein derartiger Gradientenansatz geht für konservative Kraftfelder. Naja, da haben wir jetzt ein Divergenz B gleich Null. Und da gibt es also eine zweite Gleichung in der Vektoranalysis. Und es ist also, wie gesagt, ganz gut, wenn man ein paar Sachen weiß. Und das, obwohl man natürlich alles nachschauen kann, aber ein paar Sachen sollte man so bei der Hand haben, damit man sie dann immer gleich einem die bewusst werden, wenn man es wo brauchen könnte. Nicht? Und das ist die Gleichung, die Frott von irgendwas ist immer gleich Null. Das kann man sich leicht aufschreiben. Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie sich einmal 5 Minuten Zeit nehmen können, dass Sie sich aufschreiben, was ist ein Gradient, was ist eine Divergenz und was ist eine Rotation. Wir haben ja das alles schon aufgeschrieben gehabt in der Vorlesung, ne? Das wissen Sie ja. Und dann bilden Sie halt tief Rot. Und da werden Sie schauen, das geht einfach ganz normal, das geht alles weg, am Schluss kommt Null raus. Also Rotgrad ist Null und tief Rot ist Null. Na, wenn aber tief Rot immer Null ist, na, was könnte man denn dann für einen Ansatz machen? Für das B jetzt. Wir wollen uns die Gleichung anschauen da. Divergenz von B ist Null. Wie kann ich das B ansetzen, jetzt wo wir schon wissen, dass die Rot immer gleich Null ist, damit man immer sicherstellt, die wird erhalten bleiben.
von irgendwas. Ganz richtig. Wir setzen einfach an, b ist gleich Rotation von irgendeinem anderen Vektor. Und weil einem nichts anderes einfällt, fängt man mit dem Alphabet an, Rotation A-Pfeil. Also wir machen da den Ansatz, B-Pfeil ist gleich Rotation von A-Pfeil. Also jetzt wird's neu. Bis jetzt, das war schon, aber jetzt wird's also neu. Und wenn man diesen Ansatz macht, dann ist sichergestellt, dass wenn da jetzt links und rechts die Divergenz bilden, nicht? Divergenz B ist gleich Differot von A. Und Differot ist aber immer 0. Das heißt, es ist 0. Damit ist Divergenz B gleich 0. Und das ist es, was es eh sein muss. Das heißt, mache ich diesen Ansatz, dann brauche ich mich um die Gleichung gar nicht mehr kümmern. Denn die habe ich damit schon berücksichtigt. Und das ist natürlich eine glänzende Angelegenheit. Und nachdem das eine Gleichung ist, die sich auch nicht mehr ändern wird, das ist also eben generell, also kann sich in 50 Jahren ändern, aber jedenfalls jetzt, also in unserer Vorlesung nicht mehr, weil das immer so stehen bleibt, weil wir haben halt keine magnetischen Monopole auf absehbare Zeit, wird auch diese Gleichung so Gültigkeit behalten. Die beinhaltet einfach die Aussage, dass die B gleich 0 ist. Nicht? Während bei der, bei dem Ansatz da oben, der ist ein bisschen mehr shaky. Weil der geht nur, wenn Rot E gleich 0 ist, weil Rot Grad halt 0 ist. Aber Rot E bleibt nicht 0, denn sobald wir das Faradaysche Induktionsgesetz aufschreiben, kriegen wir eine Maxwell-Gleichung, wo die drinnen steht, Rot E ist irgendwas, was nicht unbedingt 0 ist. Damit hört er sich mit dem einfachen Ansatz auf. Der hingegen, der halt. Aber dieses A-Pfeil ist nicht sowas Anschauliches, wie das Vieh. Weil das Vieh, weil das mit den Gradienten so ist, das erweckt eben sofort Assoziationen zur Mechanik, wo wir hatten, die Kraft F ist gleich minus Gradient V und da war V die potenzielle Energie, die wir irgendwie vorher schon extra definiert hatten, daraus ergab sich das und damit haben wir hier diesen Konnex da dazu. Deswegen kann man eben sinnvoll sagen, in der Elektrostatik, dieses Phi ist die potenzielle Energie pro Ladungseinheit, so wie E die Kraft pro Ladungseinheit ist. Nicht? Bei der Gleichung F ist minus Gradient V, tut man links und rechts durch die Ladung durchdividieren, dann kommt man auf E ist gleich minus Gradient Phi. Daher dieser Konnex zum potenziellen Energie, daher der Ausdruck Potential. Und jetzt, wenn man das schon Potential nennt, nennt man das auch Potential. Und so ist dieses A-Pfeil daher jetzt das berühmte Vektorpotential. Schreibt man jetzt mit Z. Und die will ja auf der Höhe der Rechtschreibung bleiben. Also zwischendurch eine kleine Pause, Redepause. Gibt es dazu eine Frage? Ist irgendwas unklar da dabei? Ist es undurchsichtig für Sie? Weil das mit dem Vektorpotential, das ist also öfters was, wo die Leute dann sagen, wie meint er das eigentlich? Was ist das eigentlich? Das ergibt sich einfach daraus, dass man aufgrund einfacher Beziehungen in der Vektoranalysis findet, wenn man den Ansatz macht, dann passt immer dieses Divergenz B gleich 0 und das muss immer passen, weil das ist eine der Maxwell-Gleichungen. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wie schaut das dann konkret aus, dieses Vektorpotential für verschiedene Felder? Das ist nicht immer so anschaulich, aber da müssen Sie auch so keine so große Anschaulichkeit dafür haben. Für uns ist es nur wichtig, dass wir dieses Vektorpotential jetzt in ähnlicher Weise als Werkzeug verwenden werden, um die Magnetfelder von Strömen zu berechnen, wie wir früher schon in der Elektrostatik das elektrische Potential teilweise als Werkzeug zur Berechnung elektrischer Felder aus vorgegebenen Ladungsverteilungen gewonnen haben. Also eine an sich recht analoge Vorgangsweise. Übrigens, etwas möchte ich auch noch dazu sagen.
Diese zwei Potenziale, Phi und A-Pfeil, die sind also in der Lage, also diese B-Pfeil und E-Pfeil-Felder darzustellen. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, das A-Pfeil hat drei Komponenten, weil es ein Vektor ist. Das Phi hat eine Komponente, das ist keine Komponente, das ist einfach eine Zahl, weil es immer skalar ist. Das heißt, insgesamt haben diese zwei Potenziale, das Phi und das A-Pfeil, vier Komponenten. Und da kommt schon erstmals die Vierergeometrie hinein. Denn in weiterer Folge, aber das machen nicht mehr wir, Sie studieren ja weiter, hoffentlich, nicht? Und da soll ja nicht alles da schon aus sein, das wäre ja fürchterlich, das geht ja nicht, das, die Physik ist viel mehr, als was man in einem Jahr sagen kann. Aber jedenfalls, da kommt, das führt dann zum Begriff des Viererpotenzials. Und dieses Viererpotenzial beinhaltet also drei Komponenten, die dem A-Pfeil entsprechen und eine, die dem Phi entspricht. Und dieses Viererpotenzial hängt also dann auch zusammen mit der Raumzeit, die ja auch vierdimensional ist. Und die hat wieder drei Raumkomponenten und eine Zeitkomponente. Also da kündigt es sich schon an, dass eine Vierergeometrie sinnvoll sein könnte. Also ich möchte Ihnen das eben besonders bewusst machen, dass eigentlich ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Entwicklung relativistischer Überlegungen im aufbauend auf einer vierdimensionalen Darstellung in den Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik schon drinnen liegen. Und nicht umsonst hat die Arbeit vom Einstein aus 1905, wo er also erstmals die spezielle Relativitätsmechanik vorgestellt hat, der einen Titel, der ungefähr so lautet, über die Elektrodynamik bewegter Körper oder so irgendetwas. Das ist von der Elektrodynamik ausgegangen. Das ist nicht so aus nichts, dass man sich das heute überlegt hat und dann herumspintisiert hat, ob man vielleicht vier Dimensionen. Da kommt es ja schon heraus. Da steht es ja schon da. Und das war doch gar nicht so kompliziert, die Pizzi. Da braucht man ja nicht irgendwie gleich in irgendwelche mystische Welten ausweichen, sondern das ergibt sich hier so. Und man versucht halt dann eine möglichst übersichtliche und geschlossene Darstellung zu finden. Und wenn man sich da dann der Tensorrechnung bedient, die da natürlich dann irrsinnig praktisch ist, dann lässt sich das in einer sehr übersichtlichen und geschlossenen Form darstellen. Aber natürlich dann, wenn man das wieder dann zurückbringen will, kommt man wieder auf genau die Maxwell-Gleichungen und Potentialansätze, mit denen wir hier arbeiten. Und das ist also der anschauliche Ausgangspunkt, den wir in diesem ersten Studienjahr für Sie eben hier besprechen wollen. Na gut, also damit haben wir hier einmal das Vektorpotenzial eingeführt. Jetzt erhebt sich die Frage, wie eindeutig ist das eigentlich? Das Phi ist ja auch nicht ganz eindeutig. Denn wenn Sie das Phi um eine Konstante verändern, also so wie man bei der potenziellen Energie heute halt irgendeine Konstante hinzufügt, ändert sich an der Kraft auch nichts. Wenn Sie zu dem Phi irgendeine Konstante dazufügen, dann wird es an dem Gradienten nichts ändern und auch an dem E nichts ändern und daher an der physikalischen Realität nichts ändern. Das heißt, das Phi ist nicht eindeutig. Verschiedene Potenziale, die sich um Konstanten voneinander unterscheiden, liefern das gleiche elektrische Feld. Und da geht man dann so vor, dass man halt wo einen Bezugspunkt festlegt. Das haben wir ja gemacht, nicht? Zum Beispiel oft im Unendlichen, wenn Sie sich erinnern, aber nicht immer. Und damit legt man dann diese Konstante fest. Aber nicht mehr andere Konstante, ist um nichts schlechter. In jedem Fall liefert ein solches Phi dann immer dieses E-Pfeil und das ist ja die physikalische Realität. Und jetzt kommt es darauf an, sich zu überlegen, wie wird denn das mit dem A-Pfeil sein? Naja, da ist es sicher auch so, wenn man zu diesem A-Pfeil eine gewisse Konstante hinzufügt und einen A-Pfeil-Strich bildet, dann wird es auch dasselbe B-Pfeil geben. Aber es zeigt sich, und das zeige ich Ihnen gleich, dieses A-Pfeil hat noch eine größere Freiheit, sich zu verändern, ohne dass das B sich ändert. Nämlich dadurch, dass man auch einen Gradienten hinzufügen kann. Also schreiben wir auf,
Eindeutigkeit des Vektorpotentials. Von A-Pfeil. Das ist eigentlich keine gescheite Überschrift. Eigentlich sollte ich sagen, Mehrdeutigkeit. Ich will untersuchen die Eindeutigkeit und stelle fest, es ist nicht eindeutig. Und wir wollen schauen, wie nicht eindeutig es ist. Nun, da versuchen wir einmal, also wenn das A ein Vektorpotential ist, das also dafür ein vorgegebenes B eben geeignet ist, also bei vor, na also, na, das muss ich mal nehmen, sonst steige ich drauf. Bei vorgegebenem B-Pfeil und damit physikalischer Situation sei A-Pfeil ein Vektorpotential. Das heißt, B-Pfeil ist Rotation A-Pfeil. Und dann kann aber neben A-Pfeil auch ein anderes A-Pfeil, das nennen wir A-Pfeil-Strich, ein Vektorpotential sein. Also neben A-Pfeil ist auch ein A-Pfeil-Strich oder Schlange oder wie Sie es jetzt nennen wollen, ist ja wurscht, Vektorpotential, das natürlich einmal gleich A ist und dann plus den Gradienten irgendeiner skalaren Funktion. Gradienten irgendeiner Funktion f von R. Sie wissen ja, den Gradienten, den bildet man von einem Skalar. Und es wird daraus ein Vektor, so wie bei Gradient phi wird daraus ein Vektor. Und da können Sie also irgendeine skalare Ortsfunktion, einen Skalar wählen und bilden also den Gradienten. Und außerdem kann da dann noch eine Konstante dazukommen. Und jetzt werden Sie fragen, wieso? Was fällt mir ein? Ich kann doch nicht solche Willkürakte setzen da. Aber schauen Sie mal, es geht doch nur um Rotation von A. Das liefert dann das vorgegebene B. Und bieten wir einmal Rotation von A'. Rotation von A'. Na, da haben wir Rotation A. Und dann haben wir Rotation Gradient von F. Aber das haben wir doch gerade gehabt. Rotgrad ist immer 0, egal was das ist. Das heißt, das ist 0. Und die Rotation von einer Konstanten ist schon gar 0. Wir sind schon fertig. Und es passt. Wir haben dasselbe B wieder dargestellt. Sie sehen also, dass man eine ziemlich breite Palette von Möglichkeiten hat, da zu transformieren von einem A auf ein A', das dann wieder das richtige B liefert. Und bei dem Phi ist es also so, wenn man zu dem Phi Konstante dazu gibt, ist ja das gewissermaßen auch eine Transformation, liefert das gleiche E. So etwas, wo man also diese Potenziale transformiert, ohne dass sich dabei irgendwas Physikalisches ändert, das nennt man eine Echtransformation. Das spielt in der theoretischen Physik eine große Rolle, insbesondere auch in der Feldtheorie. Letztendlich, das ist ja auch Feldtheorie, was wir da machen, aber eine klassische Feldtheorie. Und dann gibt es natürlich auch Quantenfeldtheorien, die also ganz verzwickt werden können, wo also die erstaunlichsten Ergebnisse sich daraus ergeben, wo dann die Elementarteilchen als lokale Anregungen des Quantenfeldes dargestellt werden. Ich höre schon wieder auf damit. Ich meine nur, dass die Feldtheorie ist was sehr Mächtiges. Und wir lernen sie kennen in Gestalt der wunderbaren klassischen Feldtheorie der Elektrodynamik. Und auch da gibt es also bereits diese Eichtransformationen. Und unter Eichtransformationen bleibt also die physikalische Realität ungeändert. Die B und die E bleiben, was sie sind. Und da hat man also wieder so etwas Ähnliches, wie wir es bei dem Noether-Theorem in der Mechanik gehabt haben. Da haben wir gesagt, dass der Homogenität des
der Zeit folgt, die Energieerhaltung aus der Homogenität des Raumes, also Invarianz bei räumlichen Translationen, kriegt man dann die Impulserhaltung. Immer aus irgendeiner solchen Invarianz kriegt man eine erhaltene Größe. Invarianz gegen Rotationen macht die Drehimpulserhaltung ein geniales Prinzip. Na, was ist denn da? Da haben wir Invarianz unter Eichtransformationen. Die E und die B ändern sich nicht, wenn man Eichtransformationen durchführt. Was für eine erhaltene Größe fällt Ihnen denn ein, die damit im Zusammenhang stehen könnte? Ganz einfach. Sie werden lachen. Na, die Ladung. Invarianz unter Eichtransformationen ist entsprechend zur Erhaltung der Ladung. So wie die Invarianz unter Zeittranslationen die Erhaltung der Energie ergibt und die Invarianz unter räumlichen Translationen die Erhaltung des Impulses, so ist die Invarianz unter Eichtransformationen, dann findet sie ihre Entsprechung in der Erhaltung der elektrischen Ladung. Also das passt alles wirklich schön zusammen. Na gut, also das Noether-Theorem habe ich hier in dem Zusammenhang noch einmal erwähnt. Das sind schon sehr tiefe Zusammenhänge, die ich Ihnen hier also vorstelle. Naja, aber jetzt wieder zurück auf den Boden der Realität, mit der wir hier ja zu tun haben wollen. Was nicht heißt, dass das jetzt irreal war, was ich Ihnen da gesagt habe, aber vielleicht ein bisschen mehr abgehoben im Vergleich zu dem, was wir jetzt weiter besprechen wollen. Denn jetzt kommt es halt darauf an, dass wir die Butter aufs Brot kriegen. Dass wir also auch wirklich was konkret ausrechnen können mit all dem. Das ist zwar alles ganz schön, nicht? Aber irgendwie soll ja was rauskommen letzten Endes, wo man dann auch was ausrechnen kann, wo man was Praktisches daraus ermitteln kann, nicht? Naja, und da wollen wir also jetzt anschauen, wie wir also das Magnetfeld einer vorgegebenen Stromverteilung ausrechnen können. Jetzt wird es ganz konkret. Das ist also die völlig analoge Situation, wie wir es in der Elektrostatik hatten. Da hatten wir Berechnung des elektrischen Feldes aus einer vorgegebenen Ladungsverteilung. Jetzt machen wir die Berechnung des Magnetfeldes aus einer vorgegebenen Stromverteilung. Was also dort das Rho war, eine skalare Größe, ist jetzt das J-Pfeil, die Stromdichte eine vektorielle Größe. Und wenn man also eine Stromdichte vorgibt, muss man damit ja auch dann das zugehörige Magnetfeld ausrechnen können. Und das kann man auch. Und das geht, wie sich zeigt, verhältnismäßig einfach. Bei der Elektrodynamik war es also so, dass man diesen Potentialansatz direkt in diese inhomogene Maxwell-Gleichung eingesetzt haben, das ist schon kurz erwähnt, dann hat man Divergenz von Gradient Phi mit einem Minus ist Minus Delta Phi ist gleich Rho durch Epsilon 0 oder Delta Phi ist gleich Minus Rho durch Epsilon 0. Das war eben die berühmte Poisson-Gleichung. Jetzt schauen wir, ob so etwas Ähnliches da wieder geht. Na, wir wollen also das Magnetfeld einer vorgegebenen Stromverteilung. Da haben wir von der Gleichung nichts. Wir müssen die nehmen, weil da steht ja die Stromverteilung drin. Da steht ja das J-Pfeil. Da brauchen wir die inhomogene Gleichung. Und nicht die homogene in diesem Fall. Also schauen wir diese Rot-B-Gleichung an. Und damit wir also da jetzt gleich weiterkommen, setzen wir halt, so wie wir da das E eingesetzt haben, jetzt das B ein mit diesem Vektor Rotation A. Also, wir erhalten damit Rotation B-Pfeil, aber das B-Pfeil ist Rotation A-Pfeil. Rotation von Rotation A-Pfeil ist gleich, wo haben wir es da? Mü 0 mal J. Na, das ist schon elegant.
Ja, da hat man so eine doppelte Rotation, das ist was Lästiges. Aber Sie werden jetzt sehen, sowas braucht man. Wenn Sie da in eine Formelsammlung reinschauen und da steht rot, rot ist gleich irgendwas, und Sie denken, mein Gott, wer rechnet sowas auf, braucht doch kein Schwein. Na, da sind die Schweine schon, die das brauchen, nicht? Also Rotation von Rotation A ist gleich μ0 mal j. Na, dann geht man natürlich doch zur reumütig zur Formelsammlung und schaut nach, was dieses Rot-Rot ist. Und da zeigt sich, das ist Grad Diff minus Delta. Ja, das, ich habe mir das irgendwie gemerkt, vielleicht merken Sie das auch. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd geschrieben, das ist nur die, das, das zeigt nur den, den Operator, nicht? Rot, rot, A ist gleich Grad Diff A minus Delta A, soll das heißen, nicht? Naja, das schaut ein bisschen kompliziert aus. Aber, und das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das erzähle ich Ihnen nur, teile ich Ihnen mit, man kann, weil man eben da so tolle Freiheiten hat mit der Eichtransformation, weil man da so unglaublich viel fuhrwerken kann mit diesem A, kann man durch entsprechende Umeichung erreichen, dass nicht nur B gleich Rotation A ist, das muss ja weiterhin bleiben, sonst wäre das A ja gar kein Vektorpotenzial, aber auch, dass die Divergenz von A gleich 0 ist. Das kann man auch erreichen. Durch entsprechende Eichung kann stets erreicht werden, dass die Divergenz von A-Pfeil gleich 0 ist. Man kann also dieses Vektorpotenzial so wählen, dass einerseits natürlich das erfüllt sein muss, aber noch dazu als Nebenbedingung, dass die Divergenz von dem A auch noch gleich 0 ist. Wenn man derartig eicht, dann nennt man das die sogenannte Coulomb-Eichung. Und ich möchte erwähnen, wenn man das Ganze dann in einem allgemeineren Zusammenhang schreibt, wo man dann auch zeitabhängige Felder mit dabei betrachten möchte, dann eignet sich noch besser als die Coulomb-Eichung die sogenannte Lorentz-Eichung. Und die schaut dann auch wieder so aus, das sage ich Ihnen jetzt nicht weiter, aber nur, das wird dann wieder so wunderschön, dass da wieder die drei Orts- und die eine Zeitkoordinate nebeneinander stehen und das schreit schon wieder nach einer vierdimensionalen Darstellung. Aber wir jetzt nehmen hier die Coulomb-Eichung an, man kann also so umeichen, und das bitte ich Sie mir zu glauben, dass das also wirklich immer geht, dass man die Coulomb-Eichung anwenden kann, dass man also immer erreichen kann, dass Divergenz A gleich 0 ist, und dann natürlich, dann haben wir gute Karten. Weil wenn Divergenz A gleich 0 ist, na, da wird wohl der Gradient davon wieder 0 sein. Damit fällt das Ganze weg und es bleibt nur stehen, minus Delta A ist gleich μ0 mal j, oder Delta A Delta A ist gleich minus μ0 mal j. Und da möchte ich jetzt schon dazu sagen, dass Sie das also auch entsprechend in den Zusammenhang bringen, dass das jetzt geradezu wunderschön analog ist zur Elektrostatik. Weil in der Elektrostatik, das schreibe ich heute alles in eckigen Klammern so dazu, das haben Sie ja schon, aber an der Stelle ist gut, sich das klar zu machen, gilt Delta Phi ist gleich, und da steht halt dann
Rho durch Epsilon 0 minus Rho durch Epsilon 0. Also wirklich sehr analog. Sie sehen schon, es gibt schon gute Analogien, sehr weitreichende, zwischen elektrischen und magnetischen Phänomenen. Aber die sind doch ein bisschen auf einem anderen Niveau als die ursprünglich seinerzeit vermuteten Analogien, wie dass es neben einem elektrischen Coulombschen Gesetz auch ein magnetisches Coulombsches Gesetz für Punktpole gibt. Also aus jetziger Sicht sehen Sie schon, das ist nichts. Aber trotzdem, durch entsprechende professionelle Darstellung mit Hilfe der Vektoranalysis kann man dann doch wieder sehr interessante Analogien sehen, nur so ganz analog ist es natürlich nicht, weil Phi ist ein Skalar und A ist ein Vektor. Und das beides miteinander ist dann wieder eine Vierergleichung und Sie haben schon wieder so etwas Vierdimensionales. Also an allen Ecken und Enden schimmert da schon die Vierdimensionalität durch. Und es ist ja etwas, was sich die wenigsten Leute klar machen, dass die Elektrodynamik, die auf Maxwell so um 1860 zurückgeht, schon eine voll relativistisch invariante Theorie ist. Ja, von dort ist man ja überhaupt gekommen. Das war dem Maxwell aber noch nicht so klar, dass das dann so entsetzliche Auswirkungen hat, als dass es keine allgemeine Gleichzeitigkeit mehr gibt und dass man das Ätherkonzept aufgeben muss und dass es die Zeitdilatation gibt. Lauter so Sachen, die einem so völlig abstrus vorkommen. Das steckt in den Maxwell-Gleichungen schon drinnen. Man muss nur genau genug hinschauen. Also das ist schon eine, wie ich finde, sehr wichtige Eigenschaft der Elektrodynamik, dass sie in sich den Keim der relativistischen Physik schon fest verdrahtet hat. Nur ist es einem zunächst nicht aufgefallen. Gut, auch dem Maxwell nicht, sonst hätte er das sicher weiter gesponnen, weil so ein wiffer Kerl wie der hätte da nicht gezögert, das weiter. Aber das hat man halt damals noch nicht so erkannt. Ne? Gut, und wenn also die Ströme alle gleich Null sind, führt Strom freien Raum, also zum Beispiel im Vakuum, gilt dann natürlich Delta A Pfeil ist gleich Null. Na und dem entspricht natürlich in der Elektrostatik Delta Phi gleich Null und das ist eben die Laplace-Gleichung. Also Sie sehen schon, das ist sehr analog zueinander. Wir wollen diese Analogie gleich nützen. Und zwar, indem wir das jetzt etwas näher anschauen. Und diese Gleichung, Delta A gleich minus μ0 mal je, lösen. Und das machen wir am besten, indem wir diese Gleichung einmal in Komponenten aufschreiben. Und hat nichts einfacher als das. Das A hat drei Komponenten, A1, A2, A3. Und das J hat drei Komponenten, J1, J2, J3, sind ja beide Sektoren im dreidimensionalen Raum. Also kann man ganz allgemein schreiben, Delta A, I, die ith Komponente, I ist 1, 2 oder 3, ist gleich minus μ0 mal JI. Und diese Gleichung kann man jetzt unmittelbar vergleichen mit dieser elektrostatischen Gleichung und Sie sehen, da gibt es eine Möglichkeit, da unmittelbar eine Entsprechung zu finden. Diese Entsprechung ergibt sich so, dass man also sagt, wie komme ich von der einen zur anderen? Also indem man zum Beispiel, also jetzt vergleichen wir die Gleichung mit der Gleichung. Wenn man Phi ersetzt durch AI, wenn man das Rho ersetzt durch JI, und wenn man das 1 durch Epsilon 0 ersetzt durch μ0.
dann kommt man von der einen zur anderen. Das ist eine nur ganz einfache Ersetzung. Das heißt, das sind strukturell gesehen die gleichen Gleichungen. Na, und wenn es die gleichen Gleichungen sind, naja, die Mathematik scherzt ja nicht darum, ob man dort jetzt A, I hinschreibt oder Phi, sind auch die Lösungen entsprechend. Das heißt, wir brauchen die gar nicht neu lösen, sondern wir können die Lösungen der Elektrostatik verwenden. Und wir haben das zwar nicht allgemein in der Elektrostatik durchgeführt, aber man kann ja eine Ladungsverteilung Rho sich denken in der Form, dass das halt eine Anzahl von vielen, vielen Punktladungen QI ist, die sich irgendwie anordnen im Raum, wo die Ladungsdichte größer ist, sind da mehr so Punktladungen und wo sie kleiner ist, ist weniger Punktladungen. Also wir können für den Fall der Elektrostatik ja diese Lösung dieser Gleichung, der Poisson-Gleichung, sofort aufschreiben in der Form Phi abhängig von R ist gleich die Summe aller Feldstärken von allen einzelnen Ladungen QI, die diese Ladungsverteilung Rho ausmachen. Also das ist natürlich der allgemeine Faktor 1 durch 4 Pi Epsilon 0, den man bei der elektrischen Feldstärke ja vorhin immer hat und der natürlich vom Coulombschen Gesetz ursprünglich herkommt. Und dann summieren wir über das ganze Volumen, in dem sich also diese Ladungen befinden, auf und hat dann einfach ein QI und unten steht dann der Ortsvektor sozusagen. Das ist absolut R-Pfeil minus RI-Pfeil. Und das möchte ich jetzt auch Ihnen entsprechend darstellen, sodass Sie wissen, was gemeint ist. Man hat da hier dann eben in einem gewissen Bereich drinnen mehrere solche Ladungen, QI. Und wenn wir da als einen Ursprung O nehmen, dann nennen wir groß R-Pfeil den Ortsvektor, wo sich die Ladung gerade befindet. Aber wir als Betrachter sitzen in dem Aufpunkt P und wir haben, der Aufpunkt P hat dann den Ortsvektor klein R-Pfeil. Aber wenn es darum geht, was ist das Feld, das von QI herrührt an dieser Stelle, dann braucht man natürlich den Verbindungsvektor daher. Und dieser Vektor ist nichts anderes als klein r minus groß ri Pfeil. Das ist ri Pfeil für die ite Ladung. Also ri plus r minus ri ist klein r. Und dieses r minus ri ist der Vektor von der Ladung, die das Feld von der Ladung erzeugt, bis zum Aufpunkt. Der Betrag davon ist der Abstand und es geht mit 1 durch R Quadrat, so wie wir das ja wissen von den elektrischen Feldern. Ja, nein, Blödsinn. Das ist einmal das Potenzial. Das geht ja mit, ich habe ja das Potenzial aufgeschrieben. Wir schreiben einmal das Potenzial auf und das hat ja für eine einzelne Punktladung 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Q durch R. Und jetzt machen wir das für viele Punktladungen, summieren das alle auf und kriegen dann einen solchen Ausdruck. So ein Phi ist Lösung der Poisson-Gleichung. Und das kann man natürlich auch für eine kontinuierliche Verteilung schreiben. Von Ladungen. Und da wird aus diesem QI ein Rho mal dV. Da tun wir dann unsere kontinuierliche Ladungsteilung in Verteilung in lauter so Würfeln aufteilen und jedes QI entspricht der Ladung in dem iten Würfel dann. Und Rho mal dV ist Ladungsdichte mal Volumen dieses Würfels. Und dementsprechend können wir dann kontinuierlich schreiben, dass das Phi von R-Pfeil
in entsprechender Weise wieder aufgeschrieben wird, wieder aus dem Faktor natürlich 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Statt einer Summe kommt jetzt das Integral über das ganze Volumen V, das ist das Volumen V, in dem die ganzen Punktladungen QI da alle drinnen sind. Und da schreiben wir jetzt nicht QI, sondern schreiben einfach Rho an der Stelle R Pfeil mal dV. Bei Rho dV ist es QI und unten steht dann einfach R minus Groß R. R Pfeil minus Groß R Pfeil und natürlich der Betrag, weil das gibt den Abstand zwischen dem jeweiligen Würfel dV da und dem Aufpunkt P. Das ist der Aufpunkt, dort wo wir als Beobachter sitzen und uns das Feld von dieser Ladungsverteilung anschauen. Und damit haben Sie hier eine für das Kontinuum geltende Lösung dieser Poisson-Gleichung. Alles, was wir verwendet haben, ist, dass wir diese Ladungsverteilung uns so in eine Verteilung von vielen kleinen Punktladungen, entweder wirklich punktförmig oder in einem Würfel da drinnen, das zeichne ich jetzt noch dazu. Da hat man dann so ein Würfel rundherum und das hat dann ein dV als Volumen. Und Rho mal dV ist dann das QI, was in dem Würfel eben drinnen ist. Ja? Und wenn man genügend stark die Würfel kleiner macht, dann geht das alles. Na schauen Sie. Und wenn man das hat, meine Damen und Herren, dann kriegt man hier sofort durch Analogie auch die Lösung dieser Gleichung. Denn jetzt braucht man nur alle diese Ersetzungen machen. Phi ersetzen wir durch AI, Rho durch JI und 1 durch Epsilon 0 durch μ 0. Ansonsten alles wie gehabt. Weil ja die Lösung der Gleichung, die ja strukturell genau die gleiche ist, auch gleiche Ergebnisse liefern muss. Also analog erhält man für die Magnetfelder, für Magnetfeld, dass wir also jetzt nicht ein Phi von R, sondern ein AI von R Pfeil kriegen. Also die i-te Komponente des Vektorpotentials an dieser Stelle R Pfeil, das ist der Ortsvektor des Aufpunktes, der, wo wir sitzen und schauen wollen, wie groß das Feld dort ist. Und entsprechend setzen wir alles ein. Da müssen wir also diese Ersetzungsvorschriften berücksichtigen, also aus Phi wird AI, das habe ich da schon eingesetzt, dann haben wir da aus 1 durch Epsilon 0 wird μ 0, da steht 1 durch Epsilon 0, das wird ein μ 0, also entsteht μ 0 durch 4 Pi. μ 0 durch 4 Pi, ja? Ich hoffe, ich habe Sie noch nicht ganz verloren. Mal kurz einmal unterbrechen. Sind Sie irgendwie jetzt weggetreten oder sind Sie noch dabei? Wäre schon gut. Hier und da wird es halt ein bisschen formaler. Aber es wird dann schon wieder besser. Nur gerade diese Biot-Savart-Geschichte, das ist ein bisschen involvierter, aber ich möchte bei Ihnen nicht so den Eindruck erzeugen, Biot-Savart, das ist so kompliziert, das werde ich nie ganz verstehen. Sie werden es verstehen, es ist nicht so kompliziert. Man muss halt ein bisschen durchsteigen durch das Ganze. Also, als statt 1 durch 4 Pi Epsilon 0 haben wir μ 0 durch 4 Pi, durch diese Ersetzung. Dann bleibt natürlich wieder dieses Volumensintegral über das Volumen V, das Rho, aus dem wird ein JI. Also haben wir JI und dann kommt also noch ein, und zwar von Groß R. Weil das ist ja dann eben an der Stelle Groß R Pfeil, wo sich das Q befindet, oder das Rho dV, befindet sich ja das JI.
Und dann kommt wieder TV. Und da unten haben wir jetzt natürlich stehen, ungeändert, R minus groß R, Betrag. Aber es muss Ihnen klar sein, das ist jetzt nur für eine Komponente. Das lässt sich aber jetzt herrlich vektoriell schreiben. Vektoriell ergibt sich damit natürlich sofort. A Pfeil von R Pfeil ist gleich μ0 durch 4pi mal dieses Volumensintegral je Pfeil abhängig von R Pfeil dv durch absolut R minus groß R und fertig. Schauen Sie mal, eine tolle Sache. Wir haben diese Gleichung Delta A Pfeil ist gleich minus mu 0 mal je, jetzt durch völlige Analogie zur Elektrostatik gelöst. Wir haben das Vektorpotenzial erhalten. Nur damit haben wir noch nicht sehr viel. Wir wollen ein bisschen mehr noch haben. Und das kriegen wir dadurch, dass wir jetzt natürlich wieder B gleich Rotation A einsetzen müssen. Dann erst haben wir das Ergebnis, was wir brauchen. Das war ja auch da oben so. Mein Phi war noch nicht fertig. Man muss dann Gradient Phi bilden. Minus Gradient Phi, dann kriegt man das E. Dementsprechend ist ja das Phi auch proportional zu 1 durch den Abstand, während E dann proportional 1 durch R Quadrat ist. Das ergibt sich ja durch diese Gradientenbildung. Das müssen wir da jetzt auch machen, aber mit einer Rotationsbildung. Und das ist jetzt ein bisschen involvierter. Und das werde ich im Einzelnen nicht durchführen. Weil das ist nur eine Rechnerei. Aber ich schreibe auf, damit wegen B gleich Rotation von A, das war ja unser Potentialansatz mit dem Vektorpotential, kriegen wir also das B-Pfeil wieder an der Stelle R-Pfeil natürlich. Das ist also jetzt eben das Feld der magnetischen Flussdichte. Und da steht es also genauso da wie hier, μ0 durch 4pi mal dieses Volumensintegral. Aber jetzt müssen wir da drinnen die Rotation aufschreiben. Und diese Rotation geht dann so, dass wir von dem allen da die Rotation nehmen müssen. Rotation von, und da haben wir je Pfeil von groß R Pfeil, durch Betrag klein r minus groß r und das ganze dv. Und diese Rotation da hier, die ist ein bisschen umständlicher auszurechnen. Das habe ich mir da zwar aufgeschrieben, aber aus Zeitgründen und weil das auch irgendwie langweilig ist, das so durchzurechnen, möchte ich Ihnen das so nicht vorrechnen. Sondern ich ergebe Ihnen im Wesentlichen das Ergebnis an. So, also, diese Rotation, also Berechnung, folgt, das sind Umformungen. Aber da geht keine neue Physik hinein, das ist nur Umformungen. Dass diese Rotation von je durch r minus groß r, dass diese Rotation, da muss ich mir natürlich auch rauslesen, die Rotation von je Pfeil durch r minus groß r gleich ist, und da kriegen wir jetzt heraus, je von groß r, je von groß r, kreuzt klein minus groß, klein r minus groß r durch, und da steht jetzt Betrag klein r minus groß r zur dritten. Naja, das ist also eine gewisse Rechnerei. Diesen Ausdruck setzt man dann da oben ein. Und wenn man dann ein paar weitere Umformungen macht und das dann spezialisiert, auf einen dünnen Leiter,
einsetzen in diese Beziehung, ja, sagen wir Stern, holen wir uns das nochmal runter, schreiben wir Stern dazu. Sehen Sie, bei Ihnen geht das schneller, weil Sie brauchen nur umladen und ich muss diese ganze Tafel hin und her schieben da. Ne? Einsetzen im Stern und Berechnung für einen dünnen Leiter, wo es nicht irgendeine Stromdichteverteilung ist, sondern die Stromdichteverteilung längs eines dünnen Leiters mit Leiterelement DR-Pfeil. Der Leiter schaut dann so aus und hat da lauter so Leiterelemente DR-Pfeil. Und in dem drinnen fließt dann ein Strom I. Das ist ja so eine typische Sache, wie es halt bei einem Leiter dann ausschaut. Und da sind die Stromdichtevektoren, die da so entlang laufen in dem Leiter. Wenn man also das für eine solche Situation, Spezialfall eines dünnen Leiters betrachtet, dann erhält man nach Einsetzen von dem letzten Endes den Ausdruck B von R, naja, so wie dort, aber jetzt haben wir dann minus μ0 durch 4π. Das Minus handeln wir uns jetzt auch ein aufgrund dieses Kreuzproduktes, wo wir die zwei dann umdrehen. Also minus μ0 durch 4π, dann haben wir den Strom I, der da drin fließt, mal das Kurvenintegral über die Kurve C, längs derer dieser Leiter da angeordnet ist. Und da drinnen steht dann also R minus groß R Kreuz DR-Pfeil und unten wieder diese dritte Potenz, absolut klein R minus groß R zur dritten. Das ist jetzt, wie Sie sehen, kann man schon erkennen. Unmittelbar aus dem dort entstanden. Nur verwenden wir das, dadurch kommt uns da dieses zur dritten heraus, da dieses Kreuzprodukt, aus dem J-Pfeil wird dann dieses DR-Pfeil, das ist ein Stück dieses Leiters, daher muss man das umdrehen und mit dem Umdrehen handeln wir uns da dieses Minus ein. Aber ansonsten kann man schon bei einigem guten Willen erkennen, dass sich diese Gleichung hier ergibt. Und das ist das Biot-Savart'sche Gesetz. Ich glaube, es ist durchaus leicht verständlich, was es bedeutet. DR-Pfeil ist ein Linienelement des Leiters. Das Integral über C von dem da dr-Pfeil ist ein Linienintegral längs dieses stromdurchflossenen Leiters. In dem Leiter fließt der Strom I, dann haben wir noch so einen Vorfaktor und das Minus haben wir uns eingehandelt, indem wir dieses Kreuzprodukt umgedreht haben, dann kommt das J nach hinten und daher steht das dr da hier. Man hätte das auch umdrehen können, aber das macht sie beim Integrieren nicht gut, wenn das dr vorne steht. Aber wäre genauso gegangen. Sie werden nur jetzt irgendwie ein bisschen das Gefühl haben, wie integriert man sowas, wenn da drinnen ein Kreuzprodukt steht. Da werde ich Ihnen am Montag für zwei konkrete Situationen, für die Situation des geradlinigen Leiters und für die Situation der Leiterschleife, der kreisförmigen, das vorrechnen. Und Sie werden sehen, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen eine Rechnerei, ich weiß es. Und Sie werden sich denken, jetzt reicht's mir schon langsam.
Aber am Dienstag geht's dann wieder anders weiter. Weil am Dienstag haben wir dann diese Sachen hinter uns. Dann wissen Sie, wie man wirklich aus vorgegebenen Stromverteilungen beziehungsweise aus vorgegebenen Leiterkurven mit durchlaufendem Strom das zugehörige, diesen Leiter umgebende Feld B-Pfeil wirklich ausrechnen kann. Nämlich so. Und für einfache Verhältnisse, gerader Leiter oder kreisförmige Leiter, kann man das auch ganz gut machen. Sonst wird es ein bisschen komplizierter und man muss es meistens numerisch machen. Aber dazu eignet sich eben dieses Biot-Savart'sche Gesetz. Wir werden also am Montag einmal noch die da hier zugehörige Geometrie etwas näher anschauen und dann anschließend einige konkrete Beispiele durchrechnen, sodass Sie jetzt dann die Möglichkeit haben, aus vorgegebenen Strömen längs gewisser Leiter die zugehörigen magnetischen Flussdichten auszurechnen. Nur werden Sie mir jetzt antworten, was habe ich denn damit? Sie haben mir, ich habe Ihnen ja noch gar nicht wirklich erklärt, was man mit der Stromdichte, mit der magnetischen Flussdichte anfangen soll. Wie komme ich dann wirklich auf was Brauchbares? Und dazu ist dann die Lorentzkraft entscheidend. Die Lorentzkraft, über die wir dann am Dienstag sprechen werden und die dann wieder mit einigen Experimenten vorgestellt wird, erlaubt es dann bei vorgegebenem Magnetfeld die dort wirkenden Kräfte auf andere Ströme wieder auszurechnen. Und damit schließt sich der Kreis. Damit hat man dann auch im Rahmen der magnetischen Phänomene eine richtige Kraftwirkung. Und als Ergebnis werden wir dann letztlich erhalten, dass wir uns unter anderem ausrechnen können, die Kraftwirkung zwischen zwei parallelen, unendlich langen, geradlinigen Leitern. Der eine Leiter erzeugt den magnetischen Feldwirbel, der andere befindet sich in dem Feldwirbel. Deswegen wird auf ihn dann eine Kraft ausgeübt. Und damit haben wir dann wieder was, was ähnlich ist wie ein Coulombsches Gesetz. Aber nicht so ein deugertes mit zwei Punktpolen, sondern mit zwei stromdurchflossenen Leitern, die dann auch eine entsprechende Wechselwirkung miteinander aufeinander ausüben. Das passiert dann in der nächsten Woche. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also Montag noch keine Dienstag.